Seit einer Weile nun suche ich nach einem Ultraweitwinkel-Zoom zum Fotografieren, aber vor allem zum Filmen. Wie ihr wisst, ich habe das Zeiss Bartis 18mm f2.8, Festbrennweite, wirklich feines Objektiv. Aber gerade beim Filmen, wenn ich Videoblogs mache, wenn ich unterwegs bin, schränken mich die 18mm Festbrennweite doch einigermaßen stark ein. Jetzt hat Tamron einen sehr spannenden Kandidaten in den Ring geworfen, oder in den Ring geschickt, muss man sagen, nämlich das 17-28mm 2.8 Di 3 RXD, mein Gott, das muss man wirklich auswendig lernen. Spannendes Teil und hat dadurch durchaus einen kleinen Hype ausgelöst. Ist der Hype gerechtfertigt? Wir schauen uns das Objektiv in einem ersten Hands-on mal an. Vorweg ein Hinweis zur Transparenz. Tamron hat mir netterweise dieses Objektiv leihweise zur Verfügung gestellt. Es fließt aber kein Geld und es werden auch keine inhaltlichen Absprachen gemacht. Ja, ich möchte euch meinen ersten Eindruck dieses Objektivs schildern. Warum nur erster Eindruck? Im Grunde genommen fühle ich mich nicht qualifiziert, einen wirklichen Objektivtest von A bis Z durchzuführen, weil ich gar nicht das richtige Messequipment habe. Ich kann ein paar Testfotos machen und ich kann euch meine Meinung erzählen und das werde ich heute auch tun. Zweitens wäre es mir ehrlich gesagt auch viel zu langweilig, mich in nur ein Labor zu setzen und die ganze Zeit gegen die Wand zu fotografieren. Und drittens habe ich das Objektiv erst ein paar Tage. Es ist nämlich noch gar nicht auf dem Markt. Es kommt jetzt erst gegen Ende Juli auf den Markt. Ich habe es, wie gesagt, leihweise zur Verfügung gestellt bekommen und es ist eigentlich für eine anstehende Fotoreise gedacht, auf der ich dann eben mehr Fotos machen kann und mir auch einen bisschen besseren Überblick über das Objektiv schaffen kann. Dazu später aber mehr. Und ich nehme das Fazit auch schon direkt vorweg. Ja, es ist der erste Eindruck ist wirklich richtig gut von dem Objektiv und es hat definitiv einen Platz in meiner Fototasche verdient, wenn ich es denn nicht zurückschicken müsste. Und um das zu belegen, habe ich ein paar Fotos gemacht. Ein paar Fotos mit anderen Objektiven, die in dem gleichen Brennweitenbereich sind, die sich da überschneiden und die ich gerade zur Hand hatte. Das ist zum einen das Sony 24-70 2.8 GM. 24 und 28 mm überschneidet sich das. Ziemlicher Brocken. Und das eben erwähnte Zeiss Bartis 18mm f2.8. Schauen wir uns das mal an. So, ich sage natürlich nicht, dass die Objektive austauschbar oder vergleichbar wären. Es ist lediglich ein Test mit verfügbaren Objektiven, die ich hier habe, um zu gucken, wie sich die beiden oder die drei Objektive in den jeweils überlappenden Brennweitenbereichen schlagen. Und die Fotoszene, die ich hier aufgenommen habe, ist natürlich auch kein Foto-Highlight. Es geht nur darum, eine halbwegs realistische Szene zu zeigen, die ein kleines bisschen Variation in Farbe und Struktur hat, um eben einen ersten Eindruck von dem Objektiv zu bekommen. So, und der erste Kandidat hier ist das 24-70 von Sony versus das Tamron. Wenn wir die beiden jetzt mal nebeneinander anzeigen, links sehen wir das Sony 24-70 GM und rechts eben das Tamron im ähnlichen Brennweitenbereich. Und man sieht hier oben, es sind identische Einstellungen, beides 24mm. Und wenn wir reinzoomen, stellen wir fest, dass das Sony GM ein ganz kleines bisschen schärfer ist. Das würde ich aber auch nicht überbewerten. Immerhin kostet es das 2,5-fache von Tamron. Auf jeden Fall ist die Schärfe ganz ordentlich, ziemlich scharf. Und man darf auch nicht vergessen, das sind jetzt hier 42 Megapixel. Also ist ordentlich was an Details da. Wenn wir jetzt mal an die Ecken gucken, bitte denkt dran, ich habe auf diesen Color Checker hier in der Mitte fokussiert. Das heißt, hier würde man erwarten, dass es ein kleines bisschen unschärfer wird. Das Sony schlägt sich sehr, sehr gut. Das Tamron hat hier einen ganz leichten Glow, aber insgesamt auch noch ziemlich gut. Wenn wir mal ein bisschen in die Unschärfebereiche reingucken, oben links, dann sehen wir, das Tamron ist ein kleines bisschen härter bzw. kontrastreicher im Unschärfebereich, aber das ist alles sehr nah aneinander. So, und als nächstes gucken wir uns mal das Zeiss Bartis versus das Tamron 17-28 an. Links wieder das Zeiss Bartis, rechts das Tamron. Wenn wir hier reinzoomen, auch da sehen wir, dass sich das Tamron sehr, sehr gut schlägt im Vergleich zum Zeiss. Ja, das Zeiss hat ein ganz kleines bisschen höheren Mikrokontrast, ist ein Tick schärfer, aber ehrlicherweise sind wir jetzt hier schon im Bereich von Pixel-Peeping und man darf nicht vergessen, das Zeiss Bartis ist eine Festbrennweite. Also kann sich Tamron hier durchaus auf die Schultern klopfen und kann sehr gut mit dem Zeiss mithalten. Das sieht wirklich richtig fein aus. Und selbst wenn wir hier unten links in die Ecke gucken, sehen wir, dass das Tamron eigentlich sogar ein kleines bisschen besser dasteht als die Festbrennweite. Hier also ein bisschen bessere Abbildungsleistung hat in den Blättern, im Gras, bessere Zeichnung hat als das Zeiss Bartis bei der gleichen Einstellung.
Ansonsten, wenn wir hier eben im Ultraweitwinkelbereich, also das Zeiss bei 18, das Tamron bei 17 mm sind, sehen wir, viel Bokeh kriegen wir nicht. Und die beiden Abbildungen bzw. die beiden Bildeindrücke sind auch sehr, sehr nah aneinander. Also durch die Bank eigentlich schon eine ziemlich gute Performance. Nochmal, es ist kein wissenschaftlicher Schärfetest, das ist einfach nur ein praktischer Test, einfach mal zu gucken, wie sich das Objektiv so im allerersten Hands-on schlägt. Um das genau messen zu können oder um das genau beurteilen zu können, müsste man unter Laborbedingungen das Objektiv durch einen Testparcours jagen. Darauf habe ich wirklich keinen Bock. Natürlich, wenn man jetzt abblendet, wird es immer nur noch schärfer. Also das erspare ich mir an dieser Stelle, denn wir sehen ja, es ist ja schon bei Anfangsblende durchaus sehr scharf. Ich habe mir auch die Vignettierung, die Verzerrung und die chromatischen Aberrationen von diesem Objektiv und von den anderen Objektiven im Vergleich angeguckt. Das ist aus meiner Sicht aber weniger wichtig, weil heutzutage in den modernen Kameras wird das in der Kamera schon korrigiert. Alle drei Sachen, Vignettierung, chromatische Aberration und Verzeichnung für Foto und Video, werden komplett korrigiert, bevor man das überhaupt zu Gesicht bekommt, wenn man es denn möchte, wenn man es denn einstellt. Ja, es hat theoretisch Auswirkungen auf die Schärfe und auf die Auflösung, aber ich finde, der Effekt ist zu vernachlässigen. Das können wir uns aber trotzdem nochmal anschauen. So, um das zu demonstrieren, gucken wir uns jetzt mal die JPEG-Bilder an. Denn im RAW-Bild ist das Objektivprofil direkt hinterlegt und es wird direkt korrigiert. Und ich switch jetzt einfach mal durch die einzelnen Shots durch. Ich habe jetzt wieder die einzelnen Brennweitenbereiche gemacht vom Tamron, aber auch vom Sony und vom Zeiss. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich gehe jetzt das erste Mal durch. Wir sind hier bei 17 mm vom Tamron. Das ist korrigiert. Das ist ohne Korrektur, also es gibt ein kleines bisschen Verzeichnung und Vignettierung. Und wenn ich hier an den Rand gehe, sehen wir, dass wir auch ein kleines bisschen chromatische Aberration haben. Hier, da wo der Kontrast zwischen Sonne und oder vom Licht und Schatten ein bisschen stärker ist, fällt es ein bisschen mehr auf. Aber allesamt ganz gut im Rahmen. Schärfe ist noch okay. Wenn ich nochmal zurückgehe auf das korrigierte Bild, hier merken wir, chromatische Aberration, Vignettierung etc. ist weg. Aber wir verlieren ein kleines bisschen Schärfe. Ich finde es unkritisch. Hier unten ist es auch noch recht scharf. Das kann man mit dem Schärferegler wieder reinziehen. Aber wir sehen, dass wir zum Beispiel hier in der Mitte des Bildes, bin ich auch in der Mitte? Ja, ich bin in der Mitte, ziemlich hohe Schärfe haben. Und das, obwohl ich auf der Standard-Einstellung bin, beziehungsweise für JPEGs ist das hier 0. Das heißt, wenn ich hier die Schärfe ein bisschen hochdrehen würde, springen uns die Ziegelsteine direkt ins Gesicht. Zurück zu den Shots. Jetzt sind wir bei 20 mm. Da ist die Verzerrung und die Vignettierung schon deutlich weniger ausgeprägt und bei 28 mm noch weniger. Das ist natürlich kein Phänomen, was nur das Tamron betrifft, das betrifft alle Objektive, insbesondere Ultraweitwinkel-Brennweiten, so zum Beispiel auch das Zeiss Bartes. Es ist zwar eine Festbrennweite, aber wir sehen, auch das hat eine ordentliche Vignettierung bei 2.8 und durchaus auch eine Verzeichnung. Und wenn wir in das unkorrigierte Bild reingehen und mal an den Rand zoomen, sehen wir, ja, die Festbrennweite ist natürlich ein bisschen anders gerechnet. Das ist auch sehr viel einfacher als ein Zoom. Das ist ein bisschen kontrollierter. Aber auch da, wenn wir auf die korrigierte Version springen, sehen wir, wir verlieren ein kleines bisschen an Schärfe in den Ecken. Das ist ganz normal. Und auch das Sony-Objektiv, was ja wirklich sehr, sehr teuer ist, hat durchaus im 24 mm bei 2.8, bei 5.6 eine ganz ordentliche Verzeichnung. Vignettierung ist noch ein kleines bisschen da, aber gar nicht mal so schlimm. Viel deutlicher ist die Verzerrung. Gleiches Spiel hier, wenn ich in die Ecken gehe, sehen wir, wir haben ziemlich deutliche chromatische Aberrationen. Also hier sieht man es an den Ziegelsteinen, an den Lichtkanten, unten in der Ecke auch. Und wenn ich auf die korrigierte Version gehe, ist das natürlich weg, aber wir verlieren ein kleines bisschen Schärfe. Das ist also ganz normal. Hier liegt also das Tamron, würde ich sagen, auch ganz gut dabei. So, jetzt habe ich dieses Objektiv mit dem Sony und eben dem Zeiss verglichen, was nicht so richtig fair ist, beziehungsweise nicht so richtig die richtige Konkurrenz ist. Dieses Teil ist günstig, ist kompakt und es ist leicht. Das hier ist auch kompakt und leicht. Es ist aber eine ganze Ecke teurer und es ist eine Festbrennweite. Es ist also nicht so ganz fair, Zoom gegen Festbrennweite, obwohl wir gesehen haben, dass sich das Tamron sehr, sehr wacker schlägt. Das Sony ist 24 bis 70, ist ein Zoom. Kostet aber mehr als das Doppelte. Das Teil ist richtig teuer, leider Gottes. Ist ein gutes Objektiv, aber ist richtig teuer. Und es ist richtig, richtig, richtig schwer. Ich mag das Objektiv gerne, aber ich habe mich durchaus das ein oder andere Mal schon über das Gewicht geärgert.
So, aber vielleicht nochmal ein Wort zur eigentlichen Konkurrenz, gegen wen Tamron natürlich antritt. Da gibt es zum einen Sigma, die haben jetzt gerade eben erst das 12 bis 24 mm F2.8 für E-Mount vorgestellt, heute sogar, also heute am Tag des Drehs. Das ist nicht nur teurer, das hat auch noch einen etwas anderen Brennweitenbereich. Und natürlich, der eigentliche wahre Konkurrent ist natürlich Sony mit dem 16 bis 35 mm. Und da gibt es gleich zwei Versionen, nämlich das Blende 2.8 und das Blende 4 mit Bildstabilisator. Das Blende 2.8 ist das teurere, das ist auch ein GM-Objektiv. Das kostet fast 2.500 € oder auf jeden Fall über 2.000 €. Richtig teuer. Ist sicherlich auch ein tolles Objektiv. Ich hatte es mal zum Testen drauf, aber es ist, wie gesagt, schweine teuer. Da muss man schon dreimal überlegen, ob man das wirklich ausgeben möchte. Und es ist schwerer. Genauso das Blende 4 mit Bildstabilisator ist auch eine ganze Ecke schwerer. Ist weniger lichtstark. Ehrlicherweise braucht man die Lichtstärke nicht unbedingt durch die Bank, weil man meistens im Weitwinkel ja eher geschlossen fotografiert, aber auch das ist wieder persönliche Präferenz. Aber ich hatte das 16 bis 35 F4 nämlich auch schon mal getestet und ich empfand es insbesondere bei 35 mm bei F4, also bei offener Blende, relativ unscharf. Unscharf ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber nicht so richtig knackig scharf. Also die Abbildungsleistung hat mir nicht so richtig gefallen. Und ich mag durchaus offenblendig fotografieren, deshalb würde ich mir das Objektiv ja holen. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ich immer komplett volle Kanne abblenden muss, damit das Objektiv halbwegs scharf wird. Mag auch sein, dass es an dem Testobjektiv damals gelegen hat, ist auch egal. Das Tamron ist jetzt da, kostet eine ganze Ecke weniger und ist leichter, spricht also eine ganze Menge fürs Tamron. Aber Moment mal, wenn ich die ganze Zeit vom Tamron rede, wird sich der eine oder andere sicherlich am Kopf kratzen und sagen, hey, da war doch letztens erst ein Video, nämlich genau vor 3 Monaten, wo ich euch von einem Tamron erzählt habe, das dann wieder zurückging. Es ging um das 28 bis 75 F2, also das Schwestermodell zu diesem. Das ist im Prinzip das Pendant zu dem 24 bis 70 von Sony. Ich hatte es mir gekauft, ich habe es mir angeguckt und ich habe es zurückgeschickt, denn ich kam zu folgendem Entschluss. In der Tat ist es ein sehr gutes Objektiv. Es ist vor allem kompakt, es ist bezahlbar im Vergleich zu Canon und zu Sony und es ist echt durch die Bank ziemlich scharf. Also im Grunde genommen hat das 28 bis 75 damals die gleichen Vorteile gehabt, wie das jetzt das 17 bis 28 mm. Ich fand aber, dass das 28 bis 75 mm ein unruhiges Bokeh produziert hat. Das ist im höchsten Maße Geschmackssache und der eine oder andere hat auch reingeschrieben, das brauche ich überhaupt nicht und mich stört das nicht oder ich finde es sogar besser. Bokeh ist Geschmackssache. So wie ich fotografiere, wo ich das Objektiv einsetze, nämlich für Foto und für Video, fotografiere und filme ich gerne sehr offenblendig. Und gerade im Telebereich, wenn man sehr, sehr viel Bokeh erzeugen, also Hintergrundunschärfe erzeugen möchte, lenkt das etwas härtere Bokeh vom Bild ab. Zum Beispiel bei solchen Motiven. Ja, aber das hängt natürlich, wie gesagt, vom persönlichen Geschmack ab und von dem, was man tut. Warum ist das jetzt kein Problem bei dem 17 bis 28 mm? Das ist ganz einfach, denn je weitwinkliger man wird, desto weniger spielt Hintergrundunschärfe oder Bokeh eine Rolle. Es ist auch ein bisschen schwerer, den Hintergrund komplett unscharf zu bekommen bei einem Weitwinkelobjektiv. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Erst recht nicht bei diesem guten Ding, weil der hat eine wahnwitzig kurze Naheinstellgrenze. Das heißt, man kann auf Sachen, die wirklich direkt vorm Objektiv stehen, fokussieren. Hier mal ein kleines Beispiel. Und dann kann man gut sehen, dass durchaus der Hintergrund unscharf wird und es ist auch durchaus ein ordentliches Bokeh. Ja, und theoretisch hat auch das 17 bis 28 mm ein etwas härteres Bokeh, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Sony 24 bis 70 vergleicht. Aber mal ganz ehrlich, jetzt im Ultraweitwinkelbereich wird es irgendwann dann albern. Ja, aber das mit Abstand Spannendste an diesem Objektiv ist nicht der Preis und ist nicht die Performance, das ist alles toll und ist alles top. Was ich persönlich am tollsten finde, ist, dass es so schön leicht ist, gepaart mit dieser Performance. Denn es ist ein Traum, das einfach mitzunehmen. Jeder, der schon mal ein paar von diesen Objektiven mit sich rumgeschleppt hat, der wird mir sicherlich zustimmen. Oder wie ich eben jetzt, packe meine Fototasche für die anstehende Fotoreise. Wenn man zwei Kameras und dann 4, 5 Objektive oder mehr dabei hat, dann zählt irgendwann jedes Gramm und es wird super lästig, wenn die Teile so richtig schwer sind. Insofern schön, dass Tamron einen etwas anderen Weg geht. Aber vielleicht zurück zur Fotoreise. Ich habe es euch ja noch nicht erzählt, ich habe es hier und da mal angeteasert.
Es ist alles gebucht, es ist alles fertig geplant und ich packe tatsächlich meine Sachen schon, denn es geht ganz bald los. Ich reise dieses Mal alleine, dafür aber länger und weiter weg. Ich verrate euch noch nicht, wohin es geht, nur wann es losgeht, nämlich jetzt am Montag. Also für mich, wenn ich jetzt, wo ich das Video drehe, übermorgen, geht es schon los. Ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Ich werde es natürlich hier auf dem Kanal verraten. Am besten abonniert ihr meinen Kanal, wenn nicht schon geschehen. Dann werdet ihr nichts verpassen. Und denkt daran, die kleine Glocke zu drücken. Dann werdet ihr auch über die neuen Updates informiert. Wer nicht so lange warten will, der kann mir auf Instagram folgen. Auch Andi Grabo, also @AndiGrabo. Da werde ich von unterwegs dann Fotos und kleinere Videos posten, was ich gerade so mache und wo ich gerade so bin. Und damit wird sich sicherlich schnell erraten lassen, wo die Reise hingeht. Ja, das war's soweit. Das Tamron kommt in meinen Fotorucksack, natürlich das Sony auch. Das Zeiss lasse ich tatsächlich hier, weil brauche ich ja jetzt nicht. Ich werde auf meinem Trip dann das Objektiv weiter auf Herz und Nieren testen, sehr, sehr viele Fotos sicherlich auch damit machen und Filme und euch auf jeden Fall wissen lassen, was ich weiterhin darüber denke. Alles Weitere machen wir wie immer in den Kommentaren. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Das hilft mir mit den Bewertungen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.